Freunde, bin ich zu verstehen, denn? Ja? Wo ist denn das? Hier, das müsste sein. Vielleicht ein bisschen näher ran noch so. Geht's so? Ja. Also vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin natürlich gerne hergekommen, um mitzuhelfen, dass wir hier in Niedersachsen mal wieder etwas schaffen, was wir schon bei der letzten Landtagswahl geschafft haben. Bei der letzten Landtagswahl haben alle gedacht, die Linke kommt nicht rein. Und sie haben fast darauf gewettet, dass die Linke nicht reinkommt. Und dann war der Wahlamt da und da waren es nicht 5%, es waren über 7%. Und so müsst ihr es wieder machen. Strengt euch an, die ganze Linke in Deutschland guckt auf euch. Sie möchte, dass ihr hier wieder den Durchbruch macht. Und es gibt ja von Tag zu Tag mehr Gründe, die Linke zu unterstützen. Und deswegen freue ich mich, dass eben das Thema der Spekulation der Banken ein zentrales Thema des Wahlkampfes ist. Und nur wenn die eine oder andere wird sagen, ja, aber die Banken, das ist ja etwas für Brüssel oder das ist etwas für das Bundesparlament oder so, das ist alles nicht wahr. Unsere Parole, wie man den Bankensektor orten kann, ist ganz einfach. Wir sagen, wir brauchen wieder Sparkassen statt Zockerbuden. Würde man das jetzt machen, und da sind die Länder mit zuständig, würde man das machen, dann hätte man einen ganz, ganz entscheidenden Schritt nach vorne gemacht, um die Probleme, die wir heute haben, zu lösen. Es wird immer wieder gesagt, ja, man muss in der UNO was regeln, man muss in Europa was regeln, das ist alles falsch. Das, was wir hier wollen, einen Geldsektor, der wieder der Wirtschaft dient und den Menschen dient, das kann man ganz einfach erreichen, indem man wieder das Bankenwesen so ordnet, dass wir die solide Sparkasse haben und nicht Wettbuden und Spielhöllen, die die Völker ins Unglück gestürzt haben. Ja. Aber es gibt noch einen anderen Grund, den möchte ich gleich hier sagen. Ich weiß ja nicht, wann die ein oder andere vielleicht wieder irgendetwas meldet. Da wird dann gesagt, ja, es könnte ja so sein, dass Rot-Grün hier eine Mehrheit hat. Und da braucht man die Linke vielleicht gar nicht. Das ist ein großer Irrtum. Ich kann also nur davor warnen, die anderen sind ja auch nicht blöd. Die wissen, dass die FDP, wenn sie reinkommt, eben die Mehrheit hier stabilisiert und da wird es Leihstimmen geben. Und damit man am Wahlabend nicht dumm aus der Wäsche guckt, gibt es nur eins. Wenn man der linken Mehrheit überhaupt versuchen will, wenn man einer linken Mehrheit eine Chance geben will, dann muss die Linke wieder in den Landtag von Niedersachsen. Und wie notwendig das ist, das erleben wir in den Landtagen, wenn wir beispielsweise die Sparkassen wieder stärken wollen und die Landesbanken stärken wollen, stimmen die anderen Parteien dagegen. Ich fasse es nicht, in einer Zeit, in der alle sagen, wir brauchen eine Bankenregulierung, sind Anträge, die Linke etwa im Saarland stellt, die Landesbank wieder zu einer Landesbank zu machen, die nicht spekuliert, die nicht mit Giftpapieren handelt, die auch die Gewährträgerhaftung wieder bekommt und damit, wenn man so will, zu einer größeren Sparkasse wird, die werden nicht angenommen. Was haben Sie alles verbrochen mit Ihren Landesbanken? Guckt doch mal, was mit der Landesbank hier im Norden passiert ist. Guckt mal auf die Westdeutsche Landesbank und da gab es doch irgendjemand, der war damals Finanzminister und Ministerpräsident. Wie hieß der noch? Der Name ist mir entfallen. Wie hieß der? Ja, also jeder weiß hier, wen ich meine. Sie haben nichts daraus gelernt. Und wenn wir zum Beispiel im Saarlandischen Landtag, oder ihr werdet das hier auch schon gemacht haben oder noch machen, wenn wir da Anträge stellen, dass man eben den Bucher bei den Sparkassen mal verbietet, dass man sagt, keine Dispozinsen, die höher als 5% über den Diskontsatz liegen, das ist total Mannschaft. Wenn wir das fordern und damit für viele Familien, die darunter die wirklich Not haben am Monatsende, wenn wir denen das Leben verbessern wollen, und für viele Kleinbetriebe, die kommen zu mir und sagen, das ist der beste Vorschlag, den wir jeweils gehört haben. Wir haben nämlich ein Konto bei den Banken und wenn wir überziehen, dann müssen wir 14% oder mehr bezahlen. Für die alle wollen, die wir es machen, ein einfacher Beschluss in den Landtagen würde genügen. Allein deshalb braucht man die Linke. Die anderen sind immer dagegen, weil sie keinen Verstand haben. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass wir im Deutschen Bundestag wieder die Avantgarde sind, wenn es darum geht, überhaupt das Problem zu lösen. Ich habe gesagt, Sparkassen statt Zockerbuden.
Was wäre dann auf europäischer Ebene zu machen? Wir haben vier Punkte. Vier Punkte, und das sind Punkte, die als einzige den Ausweg aus der Krise zeigen. Und da gibt es wiederum Spekulanten oder Sparkassen statt Zockerbuden, gibt es nur einen Gedankenweg, den man zurücklegen muss. Dass man nämlich mal sich die Frage stellt, wie ist eigentlich unser Geldwesen beschaffen? Und da kommt man irgendwann geschichtlich darauf, dass die Zentralbanken eingerichtet worden sind, um den Staat zu finanzieren. So sind sie vor vielen, vielen Jahren entstanden. Und dann hat sich das Geldwesen verändert. Und heute haben wir die Situation, dass die Zentralbanken Geld drucken, sie geben es dann für 0,75% an die Deutsche Bank, an die Commerzbank, an alle anderen Banken, und die geben es dann für 7% an Portugal, Italien oder Griechenland. Das ist ein verrücktes Geldsystem. Wir brauchen direkte Kreditvergabe von der Zentralbank an die Staaten. Das ist wieder so ein Punkt, wo die linke Avantgarde ist, wo alle anderen nicht mitkommen. Lange Zeit haben sie gesagt, ja, die Zentralbanken dürfen noch nicht einmal Papiere kaufen auf den sogenannten Sekundärmärkten. Das haben sie lange erzählt. Die Linke hat ganz früh gesagt, das werdet ihr gar nicht halten. Als ich vor 3 Jahren als Vorsitzender der Partei Die Linke gesagt habe, um die weglaufenden Zinsen zu stabilisieren, brauchen wir Eurobonds. Da hat das überhaupt keiner registriert. Sie haben gar nicht zugehört. Sie haben es gar nicht verstanden. Und mit 3-jähriger Verzögerung haben dann SPD auch, und die SPD beispielsweise, auch diesen Vorschlag aufgegriffen. Aber das ist mittlerweile zu spät. Auch die Eurobonds würden auf den internationalen Finanzmärkten rauf und runter gehandelt. Deshalb gibt es nur einen Weg, den ich nochmal hier vortragen kann, für den ich werben muss. Die Zentralbanken müssen direkt das Geld den Staaten geben, verbunden allerdings mit Auflagen, auf die ich jetzt noch zu sprechen komme. Das ist die Auflage, für die wir werben. Auch hier muss man wieder um einen kleinen Weg der Gedanken zurücklegen. Und der Weg ist der, wie groß sind eigentlich die Schulden der Staaten? Das wissen dann oft die Parlamentarier noch. Der Schuldenturm in Deutschland ist gut 2.000 Milliarden, 2 Millionen. Und dann ist die Frage, wie baut man einen solchen Schuldenturm ab? Und da muss man nur den Geldturm der Millionäre in Deutschland und in Europa sehen. Und dann stellt man auf einmal fest, der reine Geldturm der Millionäre, also das Geld, was die Millionäre haben, nicht die Bevölkerung, das Geld, was die Millionäre haben, ist genauso hoch wie der Schuldenturm der Staaten. Und das Geld, was die Millionäre in Deutschland haben, ist höher als der Schuldenturm Deutschlands. Ja, mein Gott, ist es da so schwer, die Lösung zu finden, wenn man die Schulden abbauen will. Wenn Sie Schulden abbauen wollen, dann gehen Sie hin und kürzen Renten, Sie kürzen Löhne, Sie entlassen Leute. Sie kommen nicht auf die Idee, an den Geldturm der Millionäre zu gehen. Was ist das für eine beschränkte, eine abgrundtief dumme Politik? Und deshalb wollen wir die direkte Kreditvergabe, und wir wollen gleichzeitig als Auflage die verpflichtende Einführung der Millionärsteuer. Und das wäre die Lösung in Griechenland. In Griechenland haben 2000 reiche Familien 80% des Vermögens. Und die haben das überwiegend schon außer Landes geschafft. Und die Frage ist, warum tut die Politik nichts dagegen? Warum sagt die Frau Merkel nicht, ich bin erst dann bereit, Geld zu geben, wenn die griechischen Millionäre einmal ihren Beitrag leisten zur Finanzierung des griechischen Staates? Kann mir irgendeiner erklären, warum diese Frau nicht auf die Idee kommt? Dass der Steinbrück nicht auf solche Ideen kommt, das kann man noch nachvollziehen. Aber warum kommt Frau Merkel nicht auf diese Idee? Sie kommt doch immerhin aus einem christlichen Haus.
Da müssen wir noch auf die Idee kommen, nicht den Rentnern die Rente zu kürzen und nicht den Leuten, die geringe Löhne haben, die Löhne noch weiter zu kürzen und den öffentlichen Dienst massiv abzubauen. Da könnten wir doch auf die Idee kommen, zu sagen, gehen wir doch dort mal hin, wo der Herr eben den großen Segen in den letzten Jahrzehnten ausgebreitet hat, eben an das Geld der Millionäre. Und das könnte der gleiche Grund sein, warum ich beispielsweise mit meinen Vorschlägen der Finanzmarktregulierung als deutscher Finanzminister 1998/99 nicht durchgedrungen bin. Damals sagte mir die Amerikaner, was du da vorschlägst, du glaubst doch nicht, dass wir das machen. Ich sage, warum? Dann haben sie gesagt, die Wall Street hat den Wahlkampf des Präsidenten finanziert und wir stehen da im Wort. Und so ist das immer noch heute. Die Politik ist nicht in der Lage, die Banken an die Ketten zu legen. Und allein deshalb braucht man die Linke, die einzige politische Kraft, die nicht von denen finanziert wird. Jeder überprüfen. Wenn man heute eben einen Test macht auf die Demokratietauglichkeit von Parteien, dann müsste man sagen, Parteien sind dann demokratietauglich, wenn sie nicht von Konzernen und Banken finanziert werden. Weil man aber da nicht alle jetzt Konzerne überprüfen kann, nicht jeder liest also den Bericht des Bundestages dazu, den gibt es ja, den kann man im Internet nachlesen. Kann man einen anderen Test, man muss sagen, welche Parteien werden von der Allianz finanziert und welche nicht. Und die Allianz hat früher eigentlich nur die CDU finanziert, dann kam die FDP dazu und irgendwann kamen auch SPD und Grüne dazu. Wisst ihr, wann das war? Als die Riester-Rente eingeführt worden ist, da haben die Versicherungskonzerne gejubelt und da hat die Allianz gesagt, so müssen wir sie endlich aufnehmen in den Kreis derer, die wir mit Wohltaten beschäftigen. Und deshalb bin ich stolz darauf, jawohl, liebe Freundinnen, Freunde, verehrtes Publikum, ich bin stolz darauf, in der einzigen Partei zu sein, die nicht von der Allianz finanziert wird. Ich bin stolz darauf. Und deshalb ist da ein Vorschlag, der nicht jetzt unbedingt direkt, aber doch indirekt zum Ergebnis führen wird. Erstens habe ich gesagt, direkte Kreditvergabe, zweitens Millionärsteuer, drittens, wir brauchen endlich ein Gesetz, das verbietet, dass demokratische Parteien von Konzernen und Banken finanziert werden. Erst dann sind wir eine Demokratie, erst dann. Ich fordere die anderen Parteien immer heraus, uns doch zu sagen, was Demokratie eigentlich ist. Und auch die Journalistinnen und Journalisten heraus, zu schreiben, was Demokratie eigentlich ist. Und wir haben eine klare Vorstellung, Demokratie ist eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der eben die Renten sinken, in der die Löhne gekürzt werden, in der der öffentliche Dienst abgebaut wird, in der die sozialen Leistungen abgebaut werden, in der die Rente privatisiert wird, das ist alles gegen das Interesse der Mehrheit, dann ist das keine demokratische Gesellschaft. Wir müssen um die Demokratie kämpfen. Und deswegen ist der dritte Vorschlag, den einen mit der Parteienfinanzierung, klammer ich jetzt mal aus, weil ich auf die vier Punkte immer komme, ist, dass wir endlich die Banken regulieren müssen. Da reden Sie jetzt schon seit vielen Jahren davon, als ich vor 12, 13 Jahren damit angefangen habe, hat die ganze deutsche Medienlandschaft gesagt, welch eine Spinnerei, was für ein Quatsch. Aber jetzt haben wir den ganzen Schlamassel, der Finanzsektor ist völlig aus den Fugen geraten, die Parlamente werden lächerlich gemacht, sie häscheln nur noch der Bankenwelt hinterher. Das muss aufhören, wir wollen keine Demokratie, die von den Banken gesteuert wird, wir wollen eine Demokratie, die von der Bevölkerung gesteuert wird. Es geht eben nicht nur um die technische Frage, wie kriegen wir den Schlamassel wieder in den Griff? Wie kriegen wir den Finanzsektor wieder in den Griff? Sondern es geht um die Frage, schaffen wir es, eine demokratische Gesellschaft zu werden?
Die Frage, um die es in Europa geht, ist auch nicht nur die, kriegen wir Griechenland gerettet, wie das so schön heißt. Die Frage ist die, kriegen wir das Vermächtnis der europäischen Kultur- und Geistesgeschichte bewahrt. Das heißt, wir wollen eine Demokratie, die kommt ja aus Athen. Deshalb ist es richtig, den Griechen zu helfen, aber denen hilft man nicht. Man schüttet die Banken mit Milliarden voll und lässt das Volk Not rein. Ich wundere mich manchmal, wenn ich so beobachte, jetzt war im Bundestag gestern eine Debatte wieder geredet wird. Gucken die kein Fernsehen, lesen die keine Zeitung. Haben Sie nicht mitbekommen, was da passiert? Dass da Menschen sich anzünden, weil sie ihrer Familie nicht zur Last fallen wollen? Dass da Mütter ihre Kinder abgeben, weil sie nicht mehr ernähren können? Dass da Menschen in Spanien aus dem vierten Stock springen, weil sie aus der Wohnung vertrieben werden? Gucken die das alles nicht? Sind wir schon in einer Mediensituation, dass eigentlich das Not der Menschen nicht mehr niemand mehr berührt, weil es ja irgendwie so Kino ist. Den Eindruck hat man manchmal, wenn man das gedankenlose Gequatsche sich anhören muss. Das in einer Zeit, in der wir einen Wohlstand hatten, den wir noch niemals hatten. Wir haben noch niemals einen solchen Wohlstand gehabt wie jetzt in Deutschland. Das sogenannte Sozialprodukt war vor Jahren weitaus geringer, auch in realen Preisen gerechnet. Und dasselbe gilt für ganz Europa. Dass in einer solchen Zeit der Hunger wieder zurückkehrt, dass Menschen ihre Kinder abgeben, weil sie nicht ernähren können, dass Leute eben so unglücklich sind, dass sie Selbstmord begehen, das ist doch eine Schande für unsere Gesellschaft. Und da muss man doch alle Kräfte zusammennehmen, um diese Gesellschaft zum Besseren zu wenden. Und deshalb Bankenregulierung, und das ist gar nicht schwer, man muss es nur wollen. Und das heißt eben Sparkassen statt Zuckerbuden, das ist eine einfache Formel. Die Sparkasse hat einen einfachen Auftrag. Sie sammelt das Geld der Sparer ein und leiht es an diejenigen, die investieren wollen, wieder aus. So einfach ist das. Und das ist der Sinn von Geldsammelstellen. Und nicht die verrückten Zockereien, die wir da in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Das ist doch alles völlig irre. Das ist ein Irrenhaus. Das hat mit Normalität überhaupt nichts mehr zu tun. Und das Problem ist, dass die Politikerinnen und Politiker sich von denen steuern lassen. Ich bin oft gefragt, ja, wie kann das sein, dass die Politiker sich von denen steuern lassen? Ich habe auf die Parteienfinanzierung hingewiesen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir in Deutschland kein Verbot der Abgeordnetenbestechung haben. Es wäre an der Zeit, dass wir hier wenigstens mal ein Verbot der Abgeordnetenbestechung bekommen. Wir sind so lange in einer Bananenrepublik, wenn wir das nicht hinbekommen. Immer noch nicht alles gelöst. Ich habe vorhin von der Riester-Rente gesprochen. Ja, auf einmal war Riester Gast aller Versicherungsgesellschaften, von Sparkassen bis zu Großbanken. Er war überall, war er Gast, aber nicht, weil er so ein hervorragender Redner ist. Das kann ich wirklich beurteilen. Man schlägt fast ein. Aber sie haben eben gedacht, man sollte ihn mal einladen. Hat er doch ein Produkt geschaffen, das den Banken und Versicherungen einen richtigen Reiber beschert hat. Das ist der Grund, warum er überall eingeladen worden ist. Ja, und jetzt frage ich mich natürlich, warum der Steinbrück überall eingeladen wurde. Und die SPD hat eine Antwort, der hat den Banken, der liest den immer die Leviten. Und deswegen laden die den immer ein, weil er ihnen so die Leviten liest. Die haben richtig Angst vor dem. Wenn wir den zum Kanzler bekommen, dann wird er immer die Leviten lesen.
Nur wenn dann bei die HRE, wenn die Probleme hat, dann schiebt er halt mal 100 Milliarden rüber. Und wenn die Commerzbank eben Probleme hat, schiebt er mal 18 Milliarden rüber. Und wenn die IKB Probleme hat, schiebt er mal 10 Milliarden rüber. Ja, ich muss euch sagen, das ist leider ein Mann der Banken. Wir hätten jetzt jemand anderen gebraucht, mit dem wir eben eine Regierung bilden. Ich saß im Verwaltungsrat der Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW heißt das Ding. Da kamen die ersten Löcher bei der IKB. Das war keine öffentliche Bank, das war die Bank des BDI, des Bundes der Deutschen Industrie. Dann als sie gemerkt haben, dass sie allmählich pleite gehen, haben sie den Staat mehr und mehr reingezogen. Und dann habe ich die Frage gestellt, ja, ihr wollt da Milliarden rüberschieben, wie groß ist denn das Loch? Und da wussten sie alle nicht, wie groß es ist. Und da habe ich gesagt, das weiß man doch im Dorf. Wenn man nicht weiß, wie groß das Loch wird, dann gibt man nicht noch Geld rein. Aber die haben es gemacht. Es war doch wirklich schön, dass der Linke im Verwaltungsrat der KfW als einziger von 35 für marktwirtschaftliche Ordnung plädiert hat, nämlich, dass man ein Geldhaus, das sich überschuldet hat, bankrott gehen lässt, statt es mit Steuergeldern zu retten. Das ist die Situation in dieser verlogenen Gesellschaft. Also Bankenregulierung ist ein entscheidender Punkt, wenn wir überhaupt die Demokratie zurückgewinnen wollen. Direktkreditvergabe, Vermögensteuer, Bankenregulierung und dann der Schuldenschnitt. Das heißt, wenn Griechenland nicht mehr zahlen kann, Griechenland kann nicht mehr zahlen, dann gibt es einen Schuldenschnitt. Und jetzt kommt der Trick, den die Menschen noch nicht erfasst haben, das hätte die Merkel ja nicht ihre 38 oder so Prozent. Wenn man den Schuldenschnitt rechtzeitig gemacht hätte, dann hätten die privaten Gläubiger das Risiko getragen. Das wäre auch richtig gewesen. Wiederum Marktwirtschaft. Wenn man eben Renditen von 7 oder mehr Prozent kassiert, muss man wissen, das sind Risikopapiere. Und dann muss man auch damit rechnen, dass sie eben ja, hops gehen. Aber jetzt die ganze Europa, das ganze Europa-Management, Krisenmanagement bestand darin, die privaten Inhaber dieser Staatstitel zu entlasten und das Risiko mehr und mehr auf den Steuerzahler zu übertragen. Das ist die ganze Rettungspolitik der letzten Zeit. Es ist also, wenn man so will, wiederum ein Akt der Umverteilung, der nur verschleiert ist und nicht verstanden wird. Henry Ford hat einmal gesagt, wenn die Menschen unser Geld- und Währungssystem verstehen würden, hätten wir morgen eine Revolution. Ja, bei der Revolution wäre ja mancher eben vielleicht auch aus dem Regierungslager dabei, denn wenn ich denen zuhöre, dann habe ich manchmal den Eindruck, dass sie auch zu denen gehören, die das Geld- und Währungssystem überhaupt nicht verstehen. Wir brauchen aber eine Veränderung des Geld- und Währungssystems, das ist der Schlüssel. Und deswegen haben wir als Partei Die Linke diese vier Vorschläge gemacht, als einzige Partei. Und da gibt es dann immer noch Dreiste. Und zwar ja vorhin bereits die Rede davon, dass wir eben natürlich, weil wir die Interessen der Konzerne nicht vertreten, massiven Widerstand haben, auch in der Medienwelt. Die Medien gehören ja nicht den Rentnern und den Hartz-IV-Empfängern. Also sie vertreten Interessen. Da haben wir Widerstand und dann sagt man uns, wir würden von Ökonomie nichts verstehen. Merkwürdig ist nur, dass in den letzten Jahren es so gelaufen ist, dass alle unsere Vorschläge zuerst abgelehnt worden sind und dann nach und nach von anderen übernommen worden sind, weil es nicht mehr anders ging.
Und dann auf einmal werden sie thematisiert. Ich will das jüngste Beispiel nur aufgreifen, die Rentengesetzgebung. Welch eine lächerliche öffentliche Veranstaltung. Da haben die mit uns konkurrierenden Parteien die gesetzliche Rente total zerstört. Und wir sagen seit Jahren, ihr müsst die alte Rentenformel wiederherstellen. Wir haben seit Jahren den Vorschlag, den einzigen gangbaren Vorschlag, um eine menschenwürdige Rente im Alter zu haben. Und was passiert? Es wird noch nicht mal darüber berichtet. Und dann kommen auf einmal die Brandstifter und spielen Feuerwehr und servieren klägliche Rezepte wie Frau von der Leyen oder Herr Gabriel. Und das wird ein großer Medienrummel. Auf einmal werden die Brandstifter zu Feuerwehrmännern erklärt. Und dann täuscht die Leute wieder vor den Wahlen. Unverantwortlichste, was in den letzten Jahren gelaufen ist, war die sogenannte Privatisierung der Rentenversicherung. Das war das Unverantwortlichste, was gelaufen ist. Und diese Privatisierung der Rentenversicherung hieß praktisch einen Teil des Geldes, das die Menschen aufbringen, damit sie im Alter sorgenfreier leben können, bringt man in die Spielbank. Das hat die Politik gemacht und hat sie nicht mal begriffen, weil alle besoffen waren von den ungeheuren Renditen, die man auf dem Spielmarkt, Finanzmarkt gewinnen konnte. Und wenn es keinen anderen Grund gäbe, die Linke zu wählen, dann den. Wir haben dabei nicht mitgemacht. Wir haben nicht gespielt mit dem Leben der älteren Menschen, nicht gespielt mit ihren Renten. Und wir wären auch die Einzigen, die im Bundestag dann wirklich Vorschläge machen würden, wie das gehen kann, damit ein menschenwürdiges Leben auch im Alter möglich ist. Es muss doch in einem, sag's nochmal, in einem Land, das so reich ist wie niemals zuvor, möglich sein, dass die älteren Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, auch im Alter menschenwürdig leben können. Das ist doch alles nicht mehr zu glauben. Und dass das bis immer noch nicht gelernt ist, sieht man bis in die Gewerkschaften hinein. Wenn es um den sogenannten Mindestlohn geht. Es gibt eine einfache Formel. Wenn man eine bestimmte Lohnhöhe hat, hat man nach 45 Arbeitsjahren, wenn man durchgehend gezahlt hat, hat man einen bestimmten Rentenanspruch. Kann man alles gucken. Jetzt haben die Rentenformel so kaputt gemacht, CDU, SPD, Grüne und FDP, egal in welcher Reihenfolge, dass eben die Menschen, wenn sie eben 7 oder 8 Euro oder was weiß ich haben, dass sie im Alter weniger haben als die sogenannte Grundsicherung. Erst mit 10 Euro pro Stunde bei einem langen Arbeitswesen hat man einen Rentenanspruch, der höher ist als die Grundsicherung. Und da sage ich doch, das müsste doch jedem einleuchten, dass die, die lebenslänglich arbeiten, aus ihrer Arbeit heraus mehr Anspruch erwirtschaften müssen als die Grundrente. Ist das denn so schwer zu begreifen? Und wenn man dann die Frage stellt, ja, warum nicht? Ja, bei der Rente heißt es dann immer, es ist ja kein Geld. Kann man dann fast nichts mehr sagen. Das ist dann, da weiß man nicht mehr, wie man das einordnen soll. Zynismus, Gedankenlosigkeit, Dummheit, ich weiß es nicht. Allein das Absenken des Rentenbeitrages, was jetzt kürzlich durchgeführt worden ist, was völlig falsch ist, wenn man eben will, dass höhere Renten gezahlt werden, das Absenken des Rentenbeitrages hätte gleich die Möglichkeit gegeben, die Renten um 2% anzuheben. Wäre ja eine Idee gewesen in einer Zeit, in der die Bundesregierung hauptamtlich festgestellt hat, dass die Kaufkraft der Renten um 20% in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Hätte man doch mal auf die Idee kommen können. Und dann kommt natürlich noch die Lohnentwicklung. Die Lohnentwicklung ist eine Ursache, die deutsche Lohnentwicklung für die Krise in Europa.
Das ist dann wiederum wie mit dem Geldturm der Millionäre und dem Schuldenturm der Staaten, wenn man das noch verstehen würde. Hier ist die, muss man verstehen, dass nicht alle Staaten so handeln können wie Deutschland. Deutschland produziert mehr Waren, als es selbst verbraucht. Eigentlich müsste doch jeder Bundestagsabgeordnete das begreifen, dass nicht alle europäischen Länder mehr Waren herstellen können, als sie selbst verbrauchen. Denn dann würden wir eine riesige europäische Müllhalde produzieren. So, und jetzt, wenn man das kapiert hat, Frau Merkel hat das bis zum heutigen Tag nicht verstanden. Ja, das ist keine Polemik von mir, das hört man in jeder Bundestagsrede, sie versteht das nicht. Und dann, wenn man das verstanden hat, dann stellen wir uns die Frage, ja, wie läuft das denn? Wenn Deutschland mehr Waren herstellt, als es selbst verbraucht, dann muss es Länder geben, die weniger Waren herstellen, als sie verbrauchen. Und die müssen dann für das mehr, was sie noch kaufen, müssen die Schulden aufnehmen. Wenn man das verstehen würde, dann wüsste man, warum zum Beispiel Hartz IV das europafeindlichste Gesetz war, das es jemals gab. Das sagt die Frau. Das sage ich mal an die Adresse der Sozialdemokraten und der Grünen, die ja meinen, sie seien sehr europafreundlich, die bis zum heutigen Tage nicht erfasst haben, dass ihre Agenda 2010 nicht nur ein Sprengsatz an den europäischen, an den deutschen Sozialstaat war, sondern auch an die europäische Einigung. Denn in dem Maße, in dem wir Lohndumping betreiben, gezwungenermaßen durch die Hartz-Gesetzgebung, in dem Maße ziehen wir die anderen mit runter oder bringen sie in Probleme, weil sie eben dann nicht mehr konkurrenzfähig sind. Aus dem Grunde hatten einige von uns vor vielen Jahren eine Koordination der Wirtschaft, Finanz, Haushalts- und Lohnpolitik in Europa gefordert. Gibt sogar schriftlich. Heiner Flassbeck, mein späterer Staatssekretär und ich, wir haben einen Aufsatz geschrieben, 95. Wenn es nicht gelingt, die Lohnstückkostenentwicklung, so nennt man das technisch, einfach gesagt, wenn es nicht gelingt, die Lohnentwicklung in Europa aufeinander abzustimmen, dann fliegt die Währungsunion auseinander. Nun könnt ihr überlegen, ob diese Prognose vor 15 Jahren, ob die Hand und Fuß hatte oder nicht. Nur das ist alles kein technisches Problem. Das ist immer bei den Renten und bei den Löhnen das Problem der davon betroffenen Menschen. Und wie ich vorhin gesagt habe, manchmal denke ich, die Leute sehen da nur Kino. Die Abgeordneten oder was. Jetzt würden sie vielleicht mal sagen, Moment mal, das können wir doch gar nicht machen. Wir müssen uns jetzt hinsetzen, eine andere Rentenformel machen und müssen diese Dumpingformel aus Hartz IV rausnehmen. Das könnte man in einer halben Stunde im Deutschen Bundestag machen. In einer halben Stunde. Rentenformel hieß es, wir setzen die Rentenformel wieder ein, bevor die Reformagenda begann. Und bei der Löhne hieß es, wir nehmen die Zumutbarkeitsklausel aus Hartz IV raus und setzen die alte wieder ein. Kann man eine halbe Stunde machen. Die Zumutbarkeitsklausel bei Hartz IV heißt, du musst jede Arbeit annehmen, egal wie du qualifiziert bist und wie sie bezahlt wird. Das ist heute, nach Agenda 2010. Und vorher hieß es, du musst nur dann eine Arbeit annehmen, wenn sie in etwa deiner Qualifikation entspricht und in etwa der Bezahlung, die du vorher hattest. Mit einer solchen Bestimmung verändert man Deutschland, verändert man das Schicksal von Millionen Menschen. Und dann stellt sich der Kanzler, an dem ich mitschuldig bin, einer der großen Fehler meines Lebens, der stellt sich hin. Er stellt sich hin in Davos und erzählt, wir haben den besten Niedriglohnsektor in Europa aufgebaut. Das von einem sozialdemokratisch sich nennenden Kanzler, da kannst du dir nur noch ans Hirn fassen.
fordern in Deutschland, das ist eine Veränderung der Kultur und des Denkens, die deutschen Gewerkschaften einen niedrigeren Mindestlohn als unsere Nachbarstaaten auch unter konservativen Regierungen beschlossen haben. Frankreich hat unter Sarkozy einen höheren Mindestlohn als unsere Gewerkschaften zu fordern, trauen. Und Luxemburg, wo ein christdemokratischer Premierminister seit langem dran sein, viel höheren Mindestlohn. Ja, selbst die Nachbarn, denen es nicht so gut geht, Belgien oder so, haben einen höheren Mindestlohn. Da muss ich irgendwie sagen, bei uns in Deutschland, da ist einiges so ein bisschen in Unordnung geraten. Man lässt sich zu viel gefallen. Man muss etwas, man muss sich auch empören. Man muss auch mal kämpfen wollen. Nachbarn mal lernen. Die sagen zum Beispiel, wenn auch ganz selten und wenn auch sehr geschwächt, aber noch nicht ganz so geschwächt wie in Deutschland, die sagen dann, wenn beispielsweise wie in Frankreich mal Kündigungsbestimmungen für die Jugendlichen verschlechtert worden sind, sind sie alle auf die Straße gegangen, haben gestreikt, da muss das zurückgenommen werden. Wir müssen noch mal kämpfen lernen, wenn schon im Parlament solche Fehlentscheidungen getroffen werden. Und die Rentenentwicklung sind im Zentrum des menschlichen Lebens. Es gibt ja auch manchmal ein paar bei uns, die sagen, ja, jetzt müssen wir mal ein anderes Thema machen. Das ist dann so ein bisschen eine mediale Hirnwäsche, immer was Neues. Wir müssen nicht immer was Neues machen. Wir müssen die entscheidenden Probleme der Menschen angehen, die uns ihr Vertrauen geben und die Dinge zum Besseren wenden wollen. Dann haben wir natürlich auch solche Themen wie das Umweltthema. Dazu will ich dann hier jetzt gerade im Hinblick auf die Auseinandersetzungen etwas sagen. Und zunächst einmal die These aufstellen, mit der jetzigen Wirtschaftsordnung werden wir die Umweltprobleme nicht lösen können. Das Credo dieser Wirtschaftsordnung heißt Umsatzsteigerung. Und das ist keine Formel zur Schonung der Umwelt. Und nun könnte man ja noch sagen, jetzt übersetze ich einen großen Mann, der in Trier geboren wurde, nun könnte man noch sagen, irgendwann gibt es dann ein Genug, wenn genug hergestellt worden ist. Aber das System hat nicht das Ziel, eben genug herzustellen, um Bedürfnisse zu befriedigen und die Versorgung sicherzustellen. Das System hat ein einziges Prinzip. Und das heißt, Geld, das vorhanden ist, muss in Anklammern arbeiten, um noch mehr Geld anzuhäufen. Das heißt, Geld ist dazu da, noch mehr Geld anzuhäufen. Und ein solches System kann überhaupt nie zu vernünftigen Zielen führen. Deswegen werden wir manchmal gefragt, ja, was ist denn euer Gegenentwurf? Da sage ich dann wieder, ja, was ist denn zurzeit unsere Ordnung, unsere wirtschaftliche Ordnung? Und die Antwort ist ganz einfach, wir haben eine Wirtschaftsordnung, in der die große Mehrheit dafür arbeitet, dass eine Minderheit sich maßlos bereichert. Da werden natürlich einige Nuancen noch anzubringen. Aber das ist das Prinzip. Und dadurch entstehen die großen Vermögen. Und wer ein großes Vermögen hat, der vermag viel. Er kann sogar, siehe also etwa Murdoch in Großbritannien, aber wir haben ähnliche Zustände hier, er kann auch sagen, ich entscheide, welche Regierung ans Ruder kommt. Er hat sich ja damit gebrüstet. Das heißt, große Vermögen sind immer eine Gefährdung jeder demokratischen Ordnung. Das ist das, worum es geht. Deshalb müssen die Frage, die mit uns konkurrieren, verteidigt und die Frage beantworten, was ist Demokratie? Sie müssen auch mal die Frage beantworten, was ist Eigentum? Steht zwar im Grundgesetz, das sei geschützt, aber was ist denn das, was da geschützt ist?
Und da gab es einen liberalen Aufklärer, einen Philosophen, der hat gesagt, Eigentum entsteht durch Arbeit. Die Linke ist die einzige Partei, die noch diese Auffassung vertritt. Die anderen sagen, Eigentum entsteht dadurch, dass du andere für dich arbeiten lässt. Nein, wir meinen, unsere Wirtschaftsordnung sollte so aufgebaut sein, dass Eigentum aus Arbeit entsteht und nicht dadurch, dass man andere für sich arbeiten lässt. Das ist die Formel, um die es geht. Und das lösen wir dann auch in einer demokratischen Wirtschaftsverfassung, denn dann hätten wir Belegschaftsbeteiligungen in großem Umfang, auch Mehrheiten. Wenn eben das Erarbeitete nicht einer einzelnen Familie gutgeschrieben würde oder einem Gründer und seinen Erben und seinen Erben und seinen Erben, sondern eben denen, die es erarbeiten. Ich sehe manchmal die Damen Quandt und Gladden im Fernsehen, BMW-Anteile, die tragen dann hübschen Schmuck, ich habe nichts dagegen. Dann lese ich, dass die im Jahr 650 Millionen für ihre großartigen Leistungen aus dem Erwirtschaften des Betriebes bekommen, dann denke ich doch, wir leben in einer wirklich verrückten Welt. Die arbeiten ja nichts. Ja? Und man meint, das ist alles in Ordnung. Was diesen gesellschaftlichen Dialog angeht, leben wir auf dem Niveau von Grimms Märchen. Also, weiter sind wir noch nicht gekommen. Die glauben alle, also die Quants, die Gladens, die Piers und wie sie alle heißen, die Schäfflers oder all die bekannten Namen, die hätten die Schlösser alle erbaut, in denen sie wohnen. Sie hätten also die Diamanten, das Gold selbst gegraben und aus dem Boden geschürft oder so, dass sie besitzen. Das ist in Grimms Märchen so. Das ist aber nicht die Wahrheit. Die haben die Schlösser nicht selbst gebaut. Es waren Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit ihrer Händearbeit diese Schlösser errichtet haben und den Reichtum geschaffen haben. Und weil wir das sagen, ja, deshalb sind wir natürlich nicht so beliebt bei denen. Denn die haben nur eines, war schon eben, wenn sie über Verfassungen gestritten haben, nehmt mal die Geschichte der amerikanischen Verfassung, da werdet ihr sehen, wie die Besitzenden gesagt haben, wir müssen aber völlig aufpassen, dass die Besitzlosen nicht zu viel Stimmrechte bekommen. Und wenn ihr meint, es hätte sich heute viel daran geändert, dann es gibt eine ganz andere Geschichte. Die wissen mittlerweile, dass unter den 40%, die nicht mehr zur Wahl gehen, diejenigen mehrheitlich sind, die eigentlich es am nötigsten hätten, zur Wahl zu gehen, weil sie eben durch diese wirtschaftliche Ordnung ausgegrenzt und verarmt wurden. Aber sie sind resigniert und gehen nicht mehr zur Wahl. Und das ist Absicht. Ich habe über die wirtschaftliche Ordnung gesprochen und davon, wie sich eben politische Entscheidungen bilden und durchgesetzt werden in der Gesellschaft. Und da komme ich eben dann zum Energiesektor. Da haben wir dieselbe Formel wie beim Finanzsektor. Eine dezentrale, demokratische Formel. Wir sagen nämlich hier nicht große Energiebetriebe, Monopolisten, die untereinander sich absprechen, sondern wieder zurück zu den Stadtwerken, auch hin in Eigenproduktion. Das ist unsere Formel. Das unterscheidet uns auch von manchen Grünen, die da träumen von großen Windparks, von riesigen Überlandleitungen, von Desertec in der Wüste. Wenn man Strom erzeugt, die kommen gar nicht auf die Idee, die könnte man in Afrika einsetzen. Nein, der soll dann mit riesigen Leitungen in Europa gebracht werden hierhin. Das sei dann ökologisch. Nein, das ist der Irrweg, ihr Grünen, ihr seid gar nicht mehr grün. Jede ökologische Energieversorgung ist dezentral und kleinteilig und nicht Großprojekte in der Sahara oder in der Nordsee. Ich will ja nur eines sagen, ich habe vorhin was zu Steinbrück gesagt, ich habe mir auch die Kandidaturen bei den Grünen angeguckt. Und da sehe ich also dann, ja, da sehe ich etwas, was mich zum Nachdenken bringt. Die haben also jetzt eine Spitzenkandidatin, die ist Präsidentin der
evangelische Synode und ist aber gleichzeitig für Krieg und für Hartz IV. Das zeigt genau das Problem, das wir haben. Und da wird noch nicht mal dabei selbstverständlich. So hat sich eben das Wertegerüst der Gesellschaft gewandelt. Wer die Bibel gelesen hat, um das mal zu sagen, der ist nicht für militärische Interventionen und er ist nicht für Hartz IV. Um das mal ganz klar zu sagen, das kann man aus der Bibel nicht ableiten. Und um das Ganze eben, diesen Werteverfall auch an einer anderen Person deutlich zu machen. Unsere Kanzlerin ist angeblich aus einem Pfarrer, kommt aus einem Pfarrerhaus. Ja, was hat denn die da gehört? Was hat man der denn da vermittelt? Wir sind mittlerweile zum größten Waffenexporteur mit aufgestiegen. Wir liefern auch Waffen in Spannungsgebiete. Das hat doch mit christlicher Tradition nichts mehr zu tun. Das ist ein Verbrechen, um das in aller Klarheit zu sagen. Ich fasse zusammen, ihr wollt ja nachher auch noch anderes diskutieren und anderes hören. Was wir auf europäischer Ebene erleben, nicht mehr nur in Deutschland, ist das Infragestellung des Wertes, seit langem, das Infragestellen des Wertekanons, der die Gesellschaften lange Zeit zusammengehalten hat. In der Politik folgt daraus ein Abbau von Demokratie und Sozialstaat oder besser in anderer Reihenfolge ein Abbau von Sozialstaat und Demokratie. Weil wir als Linke der Überzeugung sind, ohne Sozialstaat gibt es überhaupt keine Demokratie. Das ist völlig unmöglich. Und dieser Abbau der Demokratie, die Zerstörung des Sozialstaates, sie hat schon schlimme Verwerfungen in unserer Gesellschaft angerichtet. Und das wird dramatischer werden. Was jetzt in Südeuropa sich abspielt, kommt langsam ins Zentrum. Langsam, aber es kommt. Und deshalb braucht es zumindest eine politische Kraft wie die Linke. Ich habe gestern noch mal einen Kommentar gelesen, weil der auch in unserer Reihen wirkt, spreche ich ihn an. Da stand dann, die Linke allein gegen alle. Das sei doch, und so hören wir es von vielen Journalistinnen und Journalisten, die uns begleiten, das sei doch unser grundsätzlicher Fehler. Als wir den Mindestlohn gefordert haben, waren wir allein gegen alle. Nach dieser Lehre hätten wir sagen müssen, um Himmels Willen kein Mindestlohn, das gefährdet Arbeit. Als wir die Rentenzerstörung in Frage gestellt haben, waren wir allein gegen alle. Nach dieser Journalistenlehre, die leider auch den einen oder anderen Funktionär bei uns schon im Hirn erreicht hat, müssten wir dann gesagt haben, wir machen da mit. Bei Hartz IV waren wir auch allein gegen die anderen. Aber wir hätten mitmachen sollen. Bei den militärischen Interventionen waren wir auch allein gegen die anderen. Wir auch mitmachen sollen. Bei der Zustimmung zum Fiskalpakt waren wir auch allein gegen die anderen. Ich will euch eines sagen. Wenn wir die einzige Kraft sind, die an Demokratie und Sozialstaat festhält und die im Krieg kein Mittel der Politik sieht, dann sind wir stolz darauf, dass wir da allein stehen und diese Auffassung vertreten. Und in diesem Sinne viel Glück bei der Wahl in Niedersachsen. Dieses Land braucht die Linke.